Willkommen zu meinem nächsten Video, Leute. Und zwar, ich muss heute einfach mal eine kleine Ankündigung mal für euch machen. Ihr wundert euch ja bestimmt, warum ich gerade aktuell auf YouTube bestimmt inaktiv bin. Obwohl ich gesagt habe, ich möchte jetzt wieder aktiver werden. Es sollen aktiv Streams kommen oder aber auch Videos kommen und so. Aber es ist nicht der Fall. Ich kann euch auf jeden Fall auch in diesem Video einfach mal sagen, weshalb, warum das der Fall auch ist. Und zwar, ich habe mich entschieden, ich auf YouTube nicht mehr streamen werde. Aus dem Grund, weil YouTube wirklich sehr rumbackt und so, was mit Streams und so alles zu tun hat. Ich kann einfach mal ein paar Dinge einfach mal aufsagen. Zum Beispiel der Chat buggt zum Beispiel extrem rum. Dann zum Beispiel will YouTube zum Beispiel manchmal den Stream gar nicht ausstrahlen. Da gibt es manchmal Probleme, überhaupt auch live zu kommen und so. Und was auch manchmal der Fall ist, ihr gar nicht benachrichtigt werdet und so. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz blöd, ist das, wenn das wirklich einfach mal passiert, so bei immer bei den Streams und so. Das ist wirklich ganz blöd. Aus dem Grund, Leute, habe ich mich einfach entschieden, auf einer anderen Streaming-Plattform live zu gehen und so. Und zwar, vielleicht wisst ihr das auch bestimmt schon, und zwar natürlich auf Twitch. Twitch ist ja eine richtige Streaming-Plattform. Ihr kennt das ja bestimmt alle, diese Plattform von den ganzen großen YouTubern und so. Die bekanntesten YouTube-Stream, der streamen ja dort auch und so. Und ich möchte einfach auch ein Teil von Twitch auch sein und so. Deswegen habe ich mich einfach entschieden, einfach auf Twitch live zu gehen. Ihr seht, Leute, ich habe ja auch ein richtiges Design und so auch mir selber gemacht und so. Also wie gesagt, ich möchte auf Twitch wirklich durchstarten und so. Und mich würde es wirklich freuen, wenn ihr mich vielleicht unterstützen könntet ein bisschen oder so. Vielleicht mir ein Follower das reindrücken könntet oder vielleicht auch die Glocke anzumachen. Wäre richtig cool. Wie gesagt, Leute, es werden richtig aktive Streams kommen. Und ich kann, wie gesagt, einfach nur sagen, es wird richtig cool und abgehen auf Twitch. Also es wird echt geil werden, kann ich euch einfach nur sagen. Ich kann einfach auch mal so sagen, Leute. Ihr wundert euch bestimmt jetzt, wenn ich jetzt aktiv auf Twitch live sein möchte, was wird auf YouTube passieren noch, wenn ich da keinen Streams mehr bringe? Leute, auf YouTube werden auch bald wieder Videos kommen, beziehungsweise, das kann ich noch nicht so 100% sagen, wie das abläuft, aber ich kann so Zeuga euch mal ein bisschen spoilern. Und zwar, ich habe geplant, Videos aus meinen Streams rauszumachen. Das bedeutet, ich werde regelmäßig live gehen und von diesen Livestream irgendwas rausnehmen für Videos für YouTube oder so. Oder sogar, vielleicht sogar werde ich einfach immer den Stream einfach auf YouTube immer exportieren und so. Das weiß ich noch nicht, wie ich das mache, und vielleicht werde ich den noch schneiden und so. Mal schauen, ihr könnt mir gerne auch Tipps reinschreiben, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, ich kann einfach nur sagen, Leute, es werden auf jeden Fall auf YouTube auch Videos kommen. Wie die kommen und so, weiß ich nicht. Und wie ich auch schon letzten Mal auch in den anderen Videos schon gesagt habe, es wird ja nicht nur Fortnite kommen, nicht nur GTA kommen, also nicht nur Spiele kommen. Es wird auch zum Beispiel Live-Reaction-Videos so, kommen und so weiter und so fort. Sowas kann ja auch noch kommen und so auf YouTube. Wie gesagt, ich bin da noch an Überlegen und noch am Planen und so. Also bitte nicht wundern. Aber wie gesagt, Leute, ich bin gerade aktuell ein Fortnite-Suchti geworden. Und das werde ich auch so öffentlich auch so sagen, weil es auch so stimmt. Tut bitte euch nicht so extrem wundern, warum ich so inaktiv bin aktuell, außer auf Twitch und so. Weil, Leute, Streaming ist einfach wirklich einfach nur richtig cool und so. Weil aus dem Grund, ich muss einfach nur auf Live klicken und dann kann ich Let's Go schon machen und so. Ihr wisst, wie ich das meine. Da kann man einfach nur zocken und so. Und da muss ich nichts schneiden und so. Und das ist genau das, was am Stream wirklich richtig cool ist und so ist. Das bedeutet, Leute, wer einfach wirklich das unterstützen möchte, einfach mit machen möchte und so, guckt einfach mal auf Twitch vorbei, wäre richtig cool von euch, unterstützt mich gerne dort. Ich weiß, Leute, ich habe da noch ganz, ganz wenige Follows, aber das ist natürlich klar, Leute, ich fange natürlich da auch ganz klein an und so, ich fange natürlich ganz unten an, wie jeder Mensch und so. Aber wie gesagt, mich wird's wirklich freuen, wenn ihr mich vielleicht unterstützen könntet auf Twitch oder so. Wie gesagt, Philipp_6max7 heiße ich dort, ihr seht es ganz oben da jetzt gerade eingeblendet. Wie gesagt, unterstützt mich gerne dort, würde mich wirklich richtig cool sein. Ich werde, wie gesagt, aktiv dort streamen und dort ist mein Versprechen wirklich da und so. Wie gesagt, ich kann auch zum Beispiel schon eine Ankündigung machen, und zwar morgen den 4.11.2019, und zwar 19 Uhr wird morgen ein Stream auf Twitch gestartet werden. Also wie gesagt, wer da einschalten möchte oder so, schaut gerne vorbei.
Und mit diesem Satz würde ich auch sagen, das Video auch beenden und so. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war jetzt eine kleine Ankündigung-Video nur. Aber wie gesagt, schaut gerne bei Twitch vorbei. Wäre auch richtig cool. Und wer unbedingt keinen Streams verpassen will oder so, schaut unbedingt nochmal auf Instagram vorbei. Da tue ich immer aktive Stories machen dazu und so. Also wie gesagt, wer da nichts verpassen will, muss es gerne machen. Ihr könnt gerne meine Videobeschreibung auch noch outchecken. Da steht auch nochmal alles drin. Also wie gesagt, ich würde sagen, habt noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Und ciao.